Weiter geht's mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Die Vögel flattern hier schon wieder auf Revontuli und wir gucken, was uns heute erwartet. Zack, und da landen wir auf der Map. Wir müssen uns erstmal ein bisschen neu orientieren. Hier oben schnattert es schon wieder los. Das Geniale auf dieser Map. Überall Gänse und Enten. Richtig, richtig gut. Nichtsdestotrotz geht es auch heute wieder ein bisschen, ja, in Richtung oder gegen den Wind. Das heißt, wir entdecken die Map wieder neu. Erstmal ein bisschen orientieren. Nordost wäre jetzt hier wieder. Nordost wäre der Wind. Ich würde sagen, ich rüste mich mal aus mit vielleicht ein bisschen was Neuem an Gewehren oder Pistolen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hatten wir ja zuletzt noch gar nicht gesehen, ne? Das ist ja hier die andere Base. Ich mache erstmal wieder leiser, das ist ja hier immer unnormal laut. So. Das ist ja hier die andere Base, auch sehr schick gemacht. Da werfen wir doch mal eben einen kleinen Blick rein, wie das Ganze denn jetzt hier so aufgebaut ist. Richtig geil. Alter, so ein Ofen-Kamin-Dingen in der Bude. Das wäre aber schon cool, ey. Und noch ein zweiter hier hinten. Na, nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, perfekt. Dann haben wir hier den Waffenschrank. Jo, gucken wir mal rein. So, und ich bin ausgerüstet. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe lang überlegt, was ist denn ideal. Und ich habe mich heute dafür entschieden, die Anderson Kaliber 22 die Pistole für die Vögel einmal zu nehmen. Genau die richtige Munition dann eben auch hier wieder für die Vögel mit Visier drauf. Und dann habe ich hier als nächstes für die Klassen, also empfohlene Klassen 2 bis 6, die Winchester 243. Auch immer wieder richtig gut. Und für die richtig dicken Brocken, davon gibt es ja nicht ganz so viele auf der Map, Kategorie 7 oder empfohlene Klasse 7 bis 9, also eigentlich nur noch für den Elch sozusagen, dafür dann die Rangemaster. Ja, so sieht es aus und ich würde sagen, wir machen uns mal auf die Socken. Ah, sehr gut, also legen wir los. Wir gucken, der Wind hat leicht gedreht und wir sind jetzt straight, ja, Richtung Norden. Direkt aus Norden kommt der Wind, perfekt. Das heißt, wir machen uns mal eine Markierung. Hier vorne sieht es ganz wild aus. Vielleicht ist ja in dem Bereich ein Camp oder hier oben. Eins von beiden. Irgendwo werden wir doch was entdecken. Wir setzen uns erstmal einen Wegpunkt und gehen gerade auf das Ziel los. Und da ist schon der erste Call vom Auerhuhn. Und da ist es, oder? Nee, war nur ein Ast. Oder doch? Da hinten. Auerhuhn. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Großer Gockel. Aber weit weg. Aber ziemlich weit weg. Fast 200 Meter. Das ist natürlich jetzt nichts für die Pistole. Nicht mal auf 75 genullt. Das ist zu tricky. Wow, 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 wow. Und ich bin fast im Mief. Und er haut schon ab. Ich war schon im Mief. Verdammt. Braunbär. Stufe 5. Naja. Also bisher auch hier noch nicht wirklich viel zu sehen. Ich meine, es sind gerade die frühen Morgenstunden erst. Und ja, nichtsdestotrotz, ich habe schon ein bisschen Strecke gemacht hier. Wahrscheinlich macht es auch Sinn. Ja. Vielleicht nehmen wir als erstes mal hier den Aussichtspunkt mit, kommen dann hier vielleicht noch einmal an diesem Gewässer vorbei und der Wind hat eh auch gedreht, perfekt. Das heißt, wir machen die kurze Kurve hier Richtung Osten und wenn wir dann da sind Richtung Norden, naja, dann gucken wir mal, vielleicht ist ja hier oben dann das Camp oder hier, also wir nehmen erstmal den Aussichtsturm mit. Eurasischer Luchs auf 60 Meter gegen den Wind, das ist schon mal gut.
Aber Weibchen und haut auch schon so ein bisschen ab. Alter, das ist so diesig gerade geworden. Es hat kurz geregnet und jetzt haben wir hier überall Nebel. Da. Ja. Da guckt sie noch. Und kommt wieder zurück. Ja, sehr schön. Auf 50. Das versuchen wir doch mal. Stufe 3. Hat gepasst. Und da hinten gluckert direkt ein Birkhuhn. Auch nicht schlecht. Auch da gehen wir natürlich gleich mal hin. Da ist er schon hier. Der Luchs. Sehr schön. Ja. Oh, 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 oh. Close, close, close. Was war das? Ich dachte gerade, ich werde angegriffen. Aber gut getroffen. Konnte man, glaube ich, noch ganz gut sehen. Gut getroffen. Herz, Lunge. Alles mitgenommen. Passte. Okay, irgendwas war hier. Wahrscheinlich noch ein Vogel. Warte mal. Genau, das war bestimmt so ein Flattern. Das Flattern ist hier auf der Map recht laut. Also bei manchen Haselhuhn auch. Gab es dafür nicht ein Lockmittel? Da ist es doch, Haselhuhn. Das ist auch richtig wild. So ein bisschen rumgequietsche auf dem ollen Kugelschreiber, ey. Sehr gut. Oh, wie viele Spuren hier sind. Das ist ja wild. Vielleicht sind ja doch noch irgendwo ein paar... Na gut, jetzt habe ich hier gerade in der Nähe geschossen. Da wird nicht mehr viel rumrennen jetzt hier. Bedürfnisgebiet. Haselhuhn. Ja, tatsächlich. Irgendwo sind sie hier. Die Haselhühner. Alpenschneehuhn. Auch hier. Und noch ein weiterer Luchs. Auch noch hier. Sehr schön. Also, ich schaue mich hier noch mal ein bisschen weiter um. Alpenschneehuhn. Hier finden wir bestimmt noch was. Da fiebst was, da fiebst was. Da, 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 da. Das Haselhuhn. Ich wollte es doch sagen. Perfekt. Hör mal, da quietscht was in den Ohren. Wir quietschen mal zurück. Das ist ja krass. So, und jetzt sneaken wir da aber mal ein bisschen hin. Alter, da geht man doch lieber zum Zahnarzt als sowas, ey. Was ein Gefiepse. Oh, direkt vor der Nase, close. Irgendwo hier in dem Bereich. Irgendwo direkt vor mir. Die sind ja klein und gut versteckt. Ist ja der Hammer. Okay, jetzt bin ich komplett unsichtbar. Ich quietsche ihm auch nochmal in die Ohren. Es ist einfach nichts zu sehen. Brunftscheu. Ja, brunfte nochmal ein bisschen. Du kleiner Gockel. So, jetzt sind wir hier nochmal ein bisschen versteckt am Baum. Kriegen wir es hier rangelockt? Das wäre der Hammer. Ich denke mal hinter dieser Kuppe. Irgendwo wird es da sein. Also bis zu diesem Baum. Hier ist ja jetzt diese kleine Kuppe. Ah, da ist auch noch ein Spot.
Ich hoffe, dass wir dann hier was sehen. An diesen Baum ran und dann müssen wir doch hier jetzt was sehen. Komplett unsichtbar hier. Da. Und rennt aber schon weg. 30 Meter, 35 Meter. Hui, das war aber close, Alter. Das war aber mein close, Mignon. Huiuiuiui. Aber ging. Ja, nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Silberwertung immerhin aus der Luft und das sieht auch wieder schick aus. Leck mich fett. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Also, das Haselhuhn im freien Fall sozusagen. Bäm. Der Schlag aus dem in den Nacken und dann der Absturz. Schick, sehr, sehr cool. Mitgenommen. So, aus dem Wald heraus. Und jetzt kommen wir hier so langsam in Richtung, ja, von den Gewässern hier. Und da callt schon der nächste Luchs. Allerdings auch mitten im Mief. Weibchen, von daher lassen wir das einfach mal. Und scannen aber gleich mal am Wasser wieder die gesamte Area. Ob es da irgendwas gibt. Okay, hier neben dem Gewässer eine riesen Birkhuhn-Area. Das ist ja krass. Ganz, ganz, ganz viel. Zwischen 11 und 14 Uhr. Sonst aber tatsächlich gerade nichts zu sehen. Hier Birkhühner ohne Ende. Die sollen dann hier eintreffen. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen hin. Das heißt, in der Zwischenzeit rennen wir erstmal weiter. Ja, Wahnsinn. Sehr, sehr viele Spots hier. Elchgebiet, die Birkhühner, Luchs. Also hier ist ja einiges los zu unterschiedlichsten Zeiten. Das sieht doch schon ganz gut aus. Gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, die Zeiten passen gerade nicht. Nochmal Elch zwischen 12. Nochmal trinkend. Also selbst, ich sag mal so, die Mittagszeit in dem Bereich hier ist doch gar nicht verkehrt. Das wäre doch mal was. Jawohl. Und angekommen hier auf dem Aussichtspunkt, checken wir erstmal hier die gesamte Area. Nice. Wahnsinn, ne? Wälder, Wälder, Wälder ohne Ende. Und zum Glück gibt es hier ein paar Seen als Anhaltspunkt. Und wir sehen hier zwei Camps. Was sagt der Wind? Immer noch Norden. Osten auf jeden Fall nicht. Das heißt, das passt gerade nicht. Norden kriegen wir aber noch hin. Zack, Wegpunkt gesetzt. Da ist das nächste Camp. Elch oder Bär? Da. Da. Bär. 6. 100 Meter. Und jetzt. Nicht gut getroffen. Gar nicht gut getroffen. Gar nicht gut getroffen. Wie kann das denn, Alter? Was? 75? Der ist doch immer noch fit. Oh, da ist er. Kein Leben mehr. Nein, wie scheiße. Alden, so sorry, ey. 0%, mit 0% live stand er da. Nein. Oh, wie unangenehm. Der war ja schlecht getroffen. Ei, 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 ei. Sorry. Alden.
erster Schuss, Rabams und das Herz. Ja, das ist natürlich immer tricky. Ah, da steht er da stattlich mit seiner Pocke, Alten. Und knapp unters Herz, zwischen die beiden Lungen und noch nicht mal die Wirbelsäule durchschlagen. Ich muss ja ehrlich sagen, ne, was vor Jahren das Kaliber 338, die Rangemaster, das war ja so das Universalteil. Ich habe aber echt das Gefühl, das ist nicht mehr so, das fetzt nicht mehr so richtig. Da gibt es Mächtigeres. Ja, und das war jetzt dann der Finishing Move. Ui. Ach, Mann, ey. Die letzten 16%. Ei, 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 ei. Ja, schade. Hier oben ist das Herz. Bisschen zu tief. Schulterblätter, ne? Das ist der Anhaltspunkt. Zwischen den Schulterblättern, wenn er steht. Ja, nicht über die Pocke, Zwerchfell, sondern hier oben Schulterblätter. Zack, dann passt das auch mit dem Herz. Aber hat noch gezählt alles. Immerhin Silberwertung. Maximal 2 Schuss sind erlaubt. Puh, wie er hier steht, Alten. Ich guck gerade Richtung Base. Oh mein Gott. Oh, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh, ich dachte, ich habe einen Geist gesehen. Nee, ist doch nicht dein Ernst. Und da steht er. Direkt neben mir. Direkt neben mir. Ein Albino. Das ist doch ein Albino. Nee. Weiblich. Albino. Mitgenommen. What the heck? Alter, wie krass. Das ist ja mal heftig. Hammerhart, ey. Richtig, richtig cool. Kannst du nicht ausdenken, ey. Was für ein Zufall. Das ist ja echt der Oberhammer. Halt, ausstopfen, mitnehmen. Auf jeden Fall. Krass. Geiles Ding, Alter. Und ich orientiere mich gerade auf der Map. Ja, warte mal. Wo muss ich hin? Da ist die Markierung. Und dann steht er da schon. Das ist ja heftiger Zufall. Allen. Mit diesem Account, mit diesem doch immer noch recht frischen Jäger jetzt hier, der erste Albino. Oh, guck mal hier. Da flattern noch Tundra-Gänse weg. Ganz in der Nähe hier von der Base. Gut zu wissen, da unten in dem Tal sind die. Die kriegen wir aber so nicht. Das war ja ganz in der Nähe auch hier schon von der Base. Rund 200 Meter. Da sind sie, Tundra-Gans. Naja, auf die Range glaube ich nicht mal. Nicht mal ansatzweise, würde ich sagen. Tundra-Gans. Interessant, sehr interessant. Die müssen wir vielleicht auch mal gezielt suchen. Und gucken, ob wir die... Ob wir da eine Location für die aufbauen können. Oder halt beim nächsten Mal, ne? Wir haben jetzt hier eine Base, die entdecken wir. Und hier direkt hier in der Nähe ist ja dann quasi schon der Spot für die Tundra-Gänse. Geile Sache. War doch wieder ganz heftig. War doch wieder ganz heftig. Gerade mit dem Albino ist das natürlich der Oberhammer. Das wäre es auch gewesen jetzt. Ist es der Oberhammer? Abgefahren. Freut mich mega. Cooles Ding. Wir haben die neue Base. Wir haben einen neuen Startpunkt jetzt. Also dann fürs nächste Mal, wenn das Ganze gefallen hat. Daumen da lassen fürs Video und den Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.